Hallo Freunde, ich bin's Erçan wieder. Für die, die den Pumping Erçan noch nicht gesehen haben, wollte ich mal meine Geschichte ein bisschen erzählen und auch mich ein bisschen vorstellen. Also ich bin 1970 in der Türkei geboren, das ist im Westanatolien, in einem kleinen Dorf, und habe meine ersten 10 Lebensjahre dort verbracht, bis mein Vater mich nachgeholt hat, also nach Deutschland, eben München, habe ich dort gelebt. Und seit 10. Lebensjahr lebe ich in München. Ich liebe München, deshalb lebe ich auch in München. Gefällt mir sehr gut. Ich fühle mich hier gut aufgehoben, auch gut willkommen. Nachdem ich eben mit 10 nach München gekommen bin, habe ich mit der Schule angefangen, weil wir eben Deutsch nicht konnten, mussten in eine Schule gehen oder in eine Klasse gehen, wo meistens türkische Schüler waren. Also unsere Fremdsprache war nicht Englisch, wie viele hatten, sondern Deutsch. Ich bin dann 5 Jahre eben noch Hauptschule gegangen. Mit Hauptschulabschluss habe ich dann die Schule beendet. Und dann in der Zeit noch, wo ich auch in die Schule gegangen bin, habe ich ja Fußball gespielt. Ich habe 2, 3 Vereine München durchgemacht und am Ende war ich 1860 und danach noch Bayern. Also meine beste Zeit hatte ich bei Bayern mit 15, bis ich eben den Kreuzband gerissen habe und das Ende von Fußball kam. Heutzutage werden die sagen, ja, wie kann man dann nach Kreuzbandriss sofort die Karriere beenden? Leute, 85 war Medizin noch nicht so weit, wenn ein 15-jähriger Jugendlicher den Kreuzband abgerissen hat, dann war das schon Ende, weil die Betreuung und die Aufbautraining nicht so gezielt war, wie jetzt der Fall ist. Mittlerweile gibt es Fußballer, die doppelten Kreuzbandriss haben und trotzdem weiterspielen. Also am Ende war Fußball vorbei, ich musste irgendeinen anderen Ausgleich finden. Und da gibt es auch eine kleine Geschichte. Ich habe nach dem OP Reha gemacht, ja, dass mein rechter Oberschenkel wieder stabil genug ist, dass ich wieder normal laufen konnte und so weiter. Da habe ich eine ältere Dame kennengelernt, die mir eben diese Aufbautraining gezeigt hat und so weiter. Sie hat mich dann animiert, sozusagen, geh doch in ein Fitnessstudio, da kannst du deinen Oberschenkel schneller ausgleichen und wieder normal werden und kannst vielleicht sogar mit Fußball anfangen. Aber geh Fitnessstudio, hat sie gemeint. Ich glaube, sie war schuld. Ich bin dann Fitnessstudio gekommen und habe dann ganz normalen Training angefangen. Ich habe schnell gemerkt, dass Einzelsport mir besser liegt wie Mannschaftssport, weil der Einzelsport nur von mir abhängt. Wenn man selber von sich 100% herausholen kann, dann ist man automatisch erfolgreich. Bei Mannschaftssport spielen 11 Leute eine Rolle, wenn du auch der Beste bist. Wenn die anderen 10 nicht mitziehen, dann bist du keine erfolgreiche Mannschaft. Okay, bin Fitnessstudio gegangen, habe mich angemeldet, habe dann lostrainiert. Mit 15, Ende 15, 16 habe ich dann angefangen. Und die Erfolge kamen sehr schnell, weil ich den Ehrgeiz hatte und alles eigentlich Anfang an richtig machen wollte. Ich wollte hoch, egal in welchem Sportbereich jetzt. Sportart meine ich jetzt. Dann habe ich 2,5 Jahre trainiert, also 2,5 Jahre. Mit 18 bin ich erst einmal auf die Bühne gegangen, habe dann auf Anhieb die internationale Münchner Meisterschaft, 2 Wochen später die internationale Donaucup und dann nochmal eine Woche später Süddeutsche Meisterschaft gewonnen, bis ein Kampfrichter mich darauf hingewiesen hat, dass ich in Deutschland Juniorbereich alles aufräumen würde, dass es keinen Sinn macht, da noch Wettkämpfe mitzumachen. Er hat gemeint, bereite dich jetzt ein Jahr vor. Nächstes Jahr findet die Weltmeisterschaft, Juniorenweltmeisterschaft in Brasilien statt. Das war 1989, da war ich genau 19. Er hat mir empfohlen, ich habe angenommen, habe mich dann richtig vorbereitet, bin dann alleine ohne Verbandsleute nach Brasilien geflogen, habe dann die Juniorenweltmeisterschaft auch überragend gewonnen. War dann mit 19 schon Juniorenweltmeister. Also die Erfolge kamen sehr schnell und ich, egal wo ich aufgetreten bin, habe ich auf Anhieb gewonnen. War natürlich eine Bestätigung für mich nochmal, dass ich doch mit Sport sehr viel erreichen kann. Mit 19 Juniorenweltmeister, dann kamen ja die Männerjahre. Ich habe dann 2, 3 Jahre Zeit gelassen,
bei Männern zu starten, weil ich noch nicht so weit war, dass ich auch bei Männern bestehen kann. Da ich die türkische Nationalität habe, habe ich mir gedacht, ich will für die Türkei starten, weil Türkei auch Amateursport besser befördert wird wie in Deutschland oder in anderen Ländern. Da hat man für die Meisterschaften Preisgelder gekriegt, was man hier nicht gekriegt hat. Also mit 23, 1993, habe ich meinen ersten Wettkampf in der Türkei bestritten. Türkische Meisterschaft war das. Damals bis 90 Kilo habe ich dann auch überragend gewonnen. Also war ich auch mit 23 türkischer Meister. Das war gleichzeitig Qualifikation für die Europameisterschaft. Aber ich bin nach der Qualifikation krank geworden, konnte 1993 die EM nicht teilnehmen, habe ich nicht gemacht, habe abgebrochen. Mit 24 habe ich nochmal in der Türkei mitgemacht, das war 1994, habe ich wieder gewonnen, bin dann aber bis Europameisterschaft gekommen, also das war in Sibirien, in Russland. Bin dort angetreten, leider wurde ich dort von einer Mücke gestochen, direkt auf den Schlagader, auf den Bein. Musste not wieder Deutschland eingeflogen werden, weil ich Blutvergiftung hatte. Also es war eine grausame Erfahrung, die Europameisterschaft zu holen, hat mich 3 Vorbereitungen gekostet. Ich bin dann in München gelandet, man musste 30, 40 Mal Blut abnehmen, bis meine Blutspiegel sich wieder normalisiert hat. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass direkt nach einer Wettkampfvorbereitung mein Immunsystem am Arsch, also ich war danach nur noch dünn und sogar Muskeln sind verloren gegangen. Aber was soll ich machen, was tut man nicht für den Sport, ja? Und dann kam 1995 ein Traum los, Türkei veranstaltet die Europameisterschaft in Istanbul. Ja? Zu Hause vor eigenen Zuschauern zu gewinnen ist immer was anderes, weil wir eben in der Türkei auch ein bisschen fanatische Zuschauer haben, die einen vergöttern können, aber auch unter die Erde begraben können. Ich habe mich vorbereitet, habe dann überragend Schwergewicht auch gewonnen. Also meine große Titel bei den Männern war 95 mit 25 Jahren perfekt. Ich habe die Meisterschaft überragend gewonnen und war Europameister. Ein Jahr später, 96, wollte ich endlich Weltmeisterschaft mitmachen. Weltmeisterschaft damals, gewinnen und Gesamtsieg machen, war ja gleichzeitig auch die Qualifikation für Olympiawahl und ein Profi-Card, also Pro-Card hat man da gekriegt. Ich wurde auch als Favorit gehandelt. Meisterschaft fand in Jordanien statt. Ich war auch Topform, leichter noch wie bei Europameisterschaft, richtig definiert. Leider Gottes war einer besser wie ich, auch wenn nur um einen Punkt ging. Er hat dann die Meisterschaft gewonnen, hat auch Gesamtsieg gemacht, also ich bin Zweiter geworden. Und dann eben nach der Rückkehr nach Deutschland, wieder im Training, habe ich mir dann fatalerweise bei der Beinpresse meinen Bizepssehne abgerissen. Und das war ein Defekt in meinem Körper, der mich auch ziemlich zurückgeworfen hat. Trotz dieser Abriss habe ich noch 2, 3 Meisterschaften mitgemacht. Also ich habe selten eine Regionalmeisterschaft mitgemacht, wie die Bayerische oder was weiß ich was. Ja. Ich habe nur nationale Qualifikation für EMs oder WMs mitgemacht. Ich habe danach noch 2 Versuche gemacht für EM und für WM. Hat nicht so gut geklappt. Und dann habe ich eben das Studio, wo wir jetzt alle Bilder sehen, Ercan's Body Gym, 1999 mit 29 Jahren übernommen. Und seitdem führe ich dieses Studio. Ich habe ja 2010, wie ihr wisst, den Pumping Ercan-Film gedreht. Was heißt gedreht? Also 1:1 übernommen. Also war ein Doku, war sehr erfolgreicher Doku, meine Geschichte. Ich habe damals gemeint, dass es mein letzter Wettkampf ist. 2010, Senioren-Weltmeisterschaft, bin 40 geworden, habe da teilgenommen. Bin auch da Vize-Weltmeister geworden. Und ich habe damals gemeint, dass das letzte Wettkampf ist, aber mittlerweile kann ich bestätigen, dass das nicht das letzte Mal sein wird. Deswegen für die Leute, die immer wieder fragen, warum tut er sich das an? Eben weil ich nochmal auf die Bühne gehen will, nicht nochmal, vielleicht auch 2, 3 Mal noch, weil das mein Leben ist und das, was man am besten kann, sollte man nie aufgeben.
So, Freunde, da bin ich 25. Das war von Europameisterschaft in Istanbul 1995, was ich überragend gewonnen habe. So, da bin ich auch 25. Das war die Zeit vor Europameisterschaft 95. Zwei Wochen davor Fotoshooting bei Albert Buseks Leistungszentrum in München. Das rechte ist wieder ein Foto von der Bühne, 95, Europameisterschaft. Ich hatte da nur 95 Kilo, wie man sieht, es schaut viel schwerer aus, als es ist. Auch 25, wie man sieht, meine Schulter, Arme und Beine waren meine Highlights, also meine Waffen. Ich hatte vor der Vorbereitung zu dieser Meisterschaft 56 Oberarme. Da könnt ihr euch mal vorstellen, wie schnell der Erfolg kam, mit 25 so brutal zu sein. Das sind Fotos in Brasilien im Hotel-Lobby mit 19. Die Beine, wie man sieht, gestrichelt bis oben hin. Meine Highlights. Ihr seht, da hatte ich 74 Kilo nur, aber war sehr gut in Form. Wie man sieht, auch mit 19, meine Beine waren definitiv meinem Oberkörper voraus. Aber ich finde, jeder Sportler sollte seine Stärken noch stärker machen, weil die Stärken jemanden unten, Jury oder Zuschauer beeindrucken, nicht die Schwächen. Also ich finde nicht schlimm, dass man so überragende Stärken hat. Das ist ein Bild von einem Gastauftritt. Ich habe ja zwischen 96 und Mitte 97 über 98 Gastauftritte in drei Ländern gehabt, Schweiz, Österreich und Deutschland. Das war jetzt in Vorarlberg eine unvergessliche Atmosphäre, mit 26 Jahren so massig zu sein. Da habe ich 98 Kilo, die Vorbereitung für Weltmeisterschaft war das. Ein Bild, der nicht im Action ist, man stellt sich nur Line-Up hin, finde ich persönlich sehr schöne Fotos, weil die Rundungen besser zum Geltung kommen, auch bei Europameisterschaft 95 aufgenommen im Hotel. Das ist ein Gastauftritt mit 26 Jahren bei der Süddeutschen Meisterschaft. Eine Woche vor Weltmeisterschaft, wie man sieht, richtig in Form. Für die Leute, die immer fragen, zieh dich aus, wer ich bin. So Leute, das ist ein Ausschnitt von Pumping Ercan, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. Alle fragen mich, ich soll meinen Körper zeigen, wie ich überhaupt ausschaue und so weiter. Da kann man sehen, ein Wettkampfathlet zeigt sich nur dann, wenn er wirklich topfit ist. Und ich glaube, da war ich einigermaßen fit mit 40 Jahren. Kurz vor dem Bühnenauftritt. Da seht ihr, dass ich für Rücken nicht 220 Kilo Kreuzheben machen muss. Für die Leute, die immer kritisieren, warum ich leicht trainiere.